Weil mich stört es halt doch, dass ich Final Fantasy 3 letztes Mal abgebrochen habe und ich doch nochmal den Turm hochgerannt bin. Also es nicht nochmal versucht. Ich hab Schluck auf, sorry. Weil es nicht nochmal versucht habe. Und ich glaube, ich muss das Game leiser stellen. Ich sehe gerade, wie laut das ist. Wie ein Event heute. Ja, hat schon was. Und vor allem kann ich dann gleich auch wieder mehr Off-Topic reden. Das ist natürlich auch nice. Yes, solltest du. Ganz klar. Ich habe zumindest etwas leiser gestellt. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es lauter oder leiser ist als ich, ne? Ja, okay, Targete rief hier einfach komplett weg. Ist in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Wäre nicht so, als würde ich sie noch brauchen, um, ich weiß auch nicht, die Gruppe zu heilen oder so. Nee. Ist die Lautstärke jetzt so angemessen? Ah, gut, der Finisher. Vor allem dieser krasse Wechsel halt auch von Dark Souls 3 auf Final Fantasy 3. Okay, man muss auch sagen, da liegen paar Jahre Gaming-Geschichte dazwischen. Also man hört und versteht mich. Okay. Das heißt, man kann es so lassen. Alles klar. Mal sehen, ob ich diesmal nicht von einem Drache komplett auseinandergenommen werde. Aber bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch sehr gut möglich. Kum-Kum. Ich finde ihren Namen eigentlich, den Namen von den Gegnern hier einfach total bescheuert. Kum-Kum. Aber irgendwie macht das die Gegner da so viel sympathischer, dadurch, dass sie so einen bescheuerten Namen haben. Da sind wenigstens nicht die ganze Zeit die schwebenden Geister, die einen komplett, ja, nerven. Aber auf eine Sache können wir uns alle bei Final Fantasy 4 dann freuen, wenn ich das stream. Da hat man nämlich in den Dungeons hat man Orte, wo man speichern kann. Das sind dann so sichere Plätze. Also darauf freue ich mich halt schon wirklich bei Final Fantasy 4. Mich wundert irgendwie, dass 3 das noch nicht hat, persönlich. Weil das ist ein Feature, das macht das Leben im Spiel einfach so viel besser. Einfach weil man diese sicheren Stellen kann, man kann speichern, man kann sich heilen. Und das ist super. Welche Final Fantasy Teil habe ich nicht gespielt? 6, 8, 9, 11 und 14, aber 11 und 14 nehme ich halt raus, weil sind halt die Online-Teile, ne? Wäre halt irgendwie merkwürdig, wenn ich die mitzählen würde. Ich meine, Final Fantasy 14 ist groß. Ich habe ja, stimmt, ich habe streng genommen Bluesbore versprochen, dass ich irgendwann mal Final Fantasy 14 spiele. Also nicht streame, sondern einfach nur spiele, weil wir eigentlich einen Deal gemacht haben, wenn er Teso, also die Elder Scrolls Online spielt, dass ich dann auch irgendwann mal Final Fantasy 14 spiele. Ich hoffe, das hat er vergessen. Ja, eigentlich wollte ich dann noch innerhalb derselben Woche spielen, aber das ist 2 Monate her. Ups. Ja, die Sache ist so, MMO-RPGs bin ich nie so 100% warm geworden mit. Aber ich muss auch sagen, ich habe nie einem MMO-RPG wirklich so richtig eine Chance gegeben, ist vielleicht falsch gesagt. Es ist eher so, dass, ich nie dazu wirklich gekommen bin, sie zu spielen, viel. Weil MMOs sind halt so immense Zeitfresser. Ich meine, das muss ich keinem erzählen. Wir alle wissen das eigentlich. Dass MMO oder generell nur online basierte Spiele
schon ziemlich heftige Zeitfresser werden können. Ich meine zum Beispiel Pizza oder Poki, ich weiß nicht, mit eurer Zeit in League jeweils, ne? Das ist schon ein bisschen was. Um es mal so zu formulieren. Und das sind die Leute, bei denen ich weiß. Und ich weiß auch, dass das jetzt nicht unbedingt die schlimmsten in der Hinsicht sind. Das ist ja noch das Interessante an der Sache. Es gibt halt echt Leute, die haben dann in solche Spiele 5000 Stunden reingebuttert. Wait, worum geht's? Wow. War gerade am Tippen. Nee, ich habe nur gesagt, dass Online-Spiele ziemlich zeitintensiv sein können. Und da habe ich halt gesagt, dann bräuchte man sich wahrscheinlich nur die Spielzeit von League bei euch beiden anzusehen. Es ist nicht, dass ihr übermäßig viel spielt, aber ich weiß, dass ihr jeweils einiges an Stunden in League gelassen habt. Deswegen habe ich euch da gerade als Beispiel genommen und weil ihr gerade da seid. Natürlich auch. Ich glaube, das ist halt wirklich dann ein ganz gutes Beispiel. Online-Spiele können halt so viel Zeit fressen. Ja, jetzt LOL anfangen wäre anstrengend. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt halt bei vielen Spielen so bestimmte Punkte, wenn man die überschreitet, dann ist es irgendwie super einsteigerunfreundlich anzufangen. Ich meine, League ist mittlerweile an dem Punkt, so wie ich das so, dass es praktisch Selbstmord ist, mit League jetzt anzufangen. Und ich sag mal so, als ich mit Overwatch angefangen habe, war es auch noch einsteigerfreundlicher, weil es war, ich glaube, ein Jahr nach Release, 2017. Aber mittlerweile in das Spiel einzusteigen wäre auch schon knackig, um es mal so zu sagen. Es wäre knackig. Wolltest über Final Fantasy 13 erzählen? Also, du meinst schon das Singleplayer-Spiel mit Lightning, oder? Hast das gerade mit 14 verwechselt? Ja, nee, schon 13, okay. Da haben die Kämpfe so lange gedauert. Weiß nicht, was du falsch machst. Ich meine, 13 hat relativ lange Kämpfe, wenn ich richtig im Kopf habe. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, also nagelt mich nicht drauf fest, aber 13... Ich weiß es halt nicht mehr. Ich habe 13 nicht ewig nicht mehr gespielt. Also ich weiß, ich hatte mich mit einem, der bei der... als ich im Praktikum bei der Sparkasse war, vor 7 Jahren über das Spiel unterhalten, also es ist eine Weile her, dass ich das noch, come on. Es ist eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Wenn ich mich vor 13 Jahren schon mit jemandem darüber unterhalten habe und ja, das war einer, der auch da gearbeitet hat. Also bei ihm war es, ich kann mich noch genau daran erinnern, habt vielleicht 2013 gespielt oder so. Ja, ich glaube ich tatsächlich auch 2013.
Weil das Praktikum, das ich da gemacht hatte, war 2014. Müsste 14 gewesen sein, ja. Dementsprechend würde 2013 ganz gut passen. Aber ich muss ja auch sagen, ne? Wenn wir gerade schon beim Thema Final Fantasy 13 sind, es ist in der Final Fantasy Community ziemlich gehatet und ich verstehe auch wieso, aber ich finde es persönlich ehrlich gesagt ziemlich übertrieben, wie gehatet das Spiel eigentlich ist. Oh nein. Wer? Was soll man da machen? Ja? Ich wiederhole. Was soll man da machen? An so einer Stelle. Weißt du was, wie Tage auf alle. Sind wir schnell fertig damit. Aber das sind solche Stellen, wie gesagt, auch wenn ich mich über Dark Souls, auch wenn man sich über die Schwierigkeit bei Dark Souls beschwert, das ist fair. Diese Hinterhalte hier, bei denen man nichts machen kann, die sind nicht fair. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Man kann mich davon nicht umstimmen, dass die, und sagen, mich kann nicht davon überzeugen, dass diese Hinterhalte da fair sein sollen. Ich meine, klar, es sind Hinterhalte, aber könnten wenigstens fair sein, come on, Spiele. Und ich muss auch sagen, ich finde Final Fantasy 13 2 ist halt tatsächlich ganz gutes Spiel, meiner Meinung nach. Ich freue mich schon, wenn ich dann mal in 5 Jahren irgendwie bei Final Fantasy 13 2 ankomme. Bei der Final Fantasy Reihe. Kum Kum ist back. Yay! Also mir hat zumindest damals Spaß gemacht. Und der Djinn-artige Gegner da mal wieder. Ich weiß halt nicht, ob du das gespielt hast, Final Fantasy 13 2, Pizza. Ich schätze mal, wenn du sagst, die Kämpfe gingen bei dir so langsam, dass du das Spiel vermutlich nicht durchgespielt hast. Es geht eigentlich nichts langsamer als Octopath-Traveler-Boss-Kämpfe. Mist, er hat mich durchschaut. Haha. Weil Octopath-Traveler-Bosskämpfe, die sind abgefuckt. Also abgefuckt in dem Sinne von, es ist in Octopath-Traveler nicht ungewöhnlich, eine halbe Stunde gegen Boss zu kämpfen. Und das ist nicht übertrieben. Oder halt 40. Sag, liebst du lange Kämpfe, ja? Lange Kämpfe können nice sein, aber also sie sind unglaublich genug tun, wenn man es hinbekommt, keine Frage. Aber wenn man tatsächlich dann failt bei einem langen Kampf, das ist unglaublich bitter. So, hier hat mir letztes Mal der Drache aufgelauert, hier auf der Ebene, wenn ich richtig im Kopf habe. Der Drache, der einfach meine komplette Party geweckt hat. Ah, zum Glück sind es nur Ninjas. Oder Shinobi, je nachdem. Und halt das. Ist ja beides mehr oder weniger dasselbe. Ist aber, man lernt viel draus. Ja, das schon, aber es ist halt auch sehr frustrierend. Wie gesagt. Arc lernt, wie man sich verteidigt. Es wird von Videospielen oder Brettspielen unterschätzt. Ja. Die Sache ist, was mich... Es ist halt unglaublich blöd, sage ich jetzt mal, wenn man... Also ich will dir gar nicht wirklich komplett widersprechen. Meine Aussage ist nur, ich sehe es auch irgendwo... Und manchmal ist es auch echt motivierend. Es ist zum Beispiel super cool, sich seine Taktik zurechtzulegen,
Nur dann, wenn die RNG sich einplötzlich so denken, nope, den nehmen wir jetzt hops, dann, ja. Da sitzt man halt da. Zum Beispiel, indem sie die ganze Zeit. RNG und Gachas, ja gut. Man muss halt auch sagen, dass ich super auf dir gut sage. Das weiß ich auch. Aber ja, du. Man hat. Also, es ist nicht so, dass Gewische an. Es ist halt nur diese. Halt diese klassische RNG aller. Welche Technik wird der Gegner einsetzen? Sowas in der Richtung dieser RNG. Jetzt nicht nach dem Motto. Oh, ich muss hoffen, dass dieser 30% Angriff trifft, sonst bin ich tot. Diese, also wirklich die RNG nach dem Motto, dass der Gegner eventuell eine Angriffskombi hat, die einen ziemlich hart auseinandernehmen kann, dass man einfach hofft, dass die nicht kommt. Diese Art von RNG. Halt die RNG, die in Spielen in gewisser Weise normal ist, würde ich sagen. Und jetzt nochmal für Leute, die nicht LOL spielen, was ist Auto-Chash RNG? Die kein LOL oder Dota spielen. Also, das, okay. Ich will mal gucken, wie Sanctus aussieht. Bisschen unterwältig. Aber das hat nichts mit LOL zu tun. Ja, ich habe. Also, ich bringe Autotest zumindest mit LOL und Dota in Verbindung. Einfach beschach nur, dass du deinen Figuren zufällig sind. Boah, das ist übel. Ich meine, es ist einsteigerfreundlicher als normales Schach dadurch, aber. Einfach nur. Das klingt echt unangenehm. Deswegen bin ich auch gar nicht mal so ein großer Freund von Trading Card Games. Es ist eigentlich krass, ne? Weil viele Leute beschweren sich ja über so, ich sag jetzt mal, Pay to Win und RNG, aber wenn beides in einem Trading Card Game drin ist, dann ist es für manche Leute nochmal in Ordnung, wo ich da auszusitzen und mir denke, Leute. Das ist halt super krass, wie viel Geld du reinstecken musst, um zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Oder Magic ein Metadeck zu haben. Das ist halt echt nicht mehr schön. Vor allem bei Yu-Gi-Oh! Habe ich das Gefühl. Aber mittlerweile vor allem bei Pokémon. Weil ja Pokémon-Karten mittlerweile so ein, ja. So einen kleinen Hype bekommen. Und deswegen kannst du nur, Forbidden Memories zocken. Sehr gut. Ich muss sagen, so mein Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Spiel ist tatsächlich Yu-Gi-Oh! Tech Force für die PSP, das erste. Weil ein Problem, das ja viele Trading Card Games haben und das vor allem bei Yu-Gi-Oh! Halt super offensichtlich ist, ist, dass das Spiel immer schneller wurde
und man da nie den Riegel vorgesetzt hat, sondern die Karten einfach immer stärker wurden, um eine neue Stufe draufzusetzen. Und hier sind übrigens wieder die netten Kumkums. Und eben genau diese Sache. Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, genau. Und ich finde, GX Tag Force hatte da eine perfekte Balance. So nach dem Motto, ja, es ist schon schneller als das normale Yu-Gi-Oh! Aber... also als das klassische Yu-Gi-Oh! Aber es ist noch nicht so übertrieben schnell. Es ist noch nicht so schnell, dass du 5 Spezialbeschwörungen in einer Runde machst. Und das war für mich im Nachhinein so... das hört sich jetzt zwar blöd an, wenn man es sagt, aber so diese goldene Zeit des Spiels. Weil es hatte eine gewisse Komplexität über meine Punkte sind höher als deine hinaus. Und... ja, das ist eigentlich genau das, was ich sagen will. Es ist halt mehr über dieses höhere Punkte und zu viel von diesem ich ziehe mein halbes Deck in einer Runde, mach währenddessen 7 Spezialbeschwörungen und wenn ich die richtigen Karten nicht ziehe, ja, da habe ich halt verkackt. Krieg schon epileptische Anfälle in der ersten Main-Phase meines Gegners, ja. Es gibt schon Gründe, warum viele Leute das Spiel da jetzt, also dem Yu-Gi-Oh! Franchise dann irgendwann den Rücken gekehrt haben. Und das ist halt, weil man nicht Maßnahmen getroffen hat, um halt diesen ursprünglichen Spirit drin zu haben, der halt in der späten Yu-Gi-Oh! Früher GX-Ära halt noch stark da war. Das ist meine Meinung von jemandem, der das... von so einem nostalgischen Typen. Ihr müsst nicht da auf meine Meinung hören. Das sind einfach nur die Gedanken, die ich da habe. Ob ihr die so teilt oder nicht, komplett eure Sache. Ja, bei Kartenspielen sollte man eine Grenze ziehen, ja. Und ich finde es auch interessant, wie man früher einfach akzeptiert hat, dass diese Spiele Pay to Win waren. Dass man sich praktisch physische Lootboxen, alias Booster Packs, kaufen musste, um dann eventuell die eine gute Karte, die man rausbekommen will, zu bekommen. Ist eigentlich krass, dass man das als Kind gespielt hat und mittlerweile dann nicht mega anfällig für Lootboxen ist. Es ist irgendwo in einer gewissen Art und Weise unlogisch, sogar. Ich meine, nicht, dass ich mich beschwere, also... ich bin darüber unendlich froh. Das könnt ihr mir glauben. Oh, naja. Das Interessante ist, dass Konami ja mittlerweile auch erkannt hat, dass die Leute wieder so zu diesen alten Yu-Gi-Oh! Zeiten zurück wollen. Und sie ja deswegen diese, ich sag jetzt mal, Quick-Play-Decks herausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt. Wahrscheinlich die sich nicht damit beschäftigen und nicht damit aufgewachsen haben, offensichtlicherweise, nicht damit aufgewachsen sind, offensichtlicherweise wieso nicht. Aber das war eigentlich ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und was ich halt bei Magic mitbekommen habe,
ist, dass da halt regelmäßig Karten, die zu alt werden, praktisch gebannt werden. Von kompetitivem Play. Das ist tatsächlich auch eine... Einerseits ist natürlich Geldmacherei, das ist klar, aber das ist eine gute Art und Weise, das Spiel balanced zu halten. Weil so ist dann nicht der Drang da, dass immer neue, immer stärkere Karten kommen müssen, damit sie überhaupt irgendwer nutzt. Nein, die Leute nutzen die Karten, weil sie halt irgendwann aus der Rotation fallen. Und ja, war's dann. Die Karten werden nicht mehr gespielt, weil sie nicht mehr gespielt werden dürfen. Da müssen keine stärkeren Karten mehr hin. Es ist eigentlich so einfach, ne? Aber es ist genauso, aber so simpel wie es auch ist, ist es auch effektiv. Und ich glaube, viele Spieler davon, die wird auch irgendwann abfacken, glaube ich, immer nur dieselben Karten, dieselben Kombinationen zu spielen. Ich glaube, das ist eine Sache, die vielen Leuten dann an so einer Stelle aufstoßen kann. Ah, was weiß ich. Ich bin hier nur jemand, der labert. Und nicht den Anspruch hat, dass irgendeiner seiner Aussagen jetzt tatsächlich so sind. Klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, ist aber so. Weil ich mir hier so denke, ey, ich bin einfach ein normaler Typ, der gerne überzeugt labert. Ich meine, klar, ich hab die Fähigkeit, gut logisch zu denken. Deswegen Karten im Deck und Season Scan oder so. Ja, genau sowas. Ich bin einfach nur jemand, der hier labert und darüber nachdenkt, worüber er labert. Und halt hoffentlich dann auch mit anderen Leuten währenddessen interagiert. Sanctus und Flair. Ich meine, wenn ich ein bestimmtes Kartenspiel spiele, dann bin ich mehr bewusst sehen und nutzen werde, ja wahrscheinlich, ja schon. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie es bei Hearthstone ist. Hearthstone ist ein Spiel, mit dem ich mich nie auseinandergesetzt habe. Persönlich. Also so Pokerkarten meinte ich, oder Schwarz-Peter. Ah, okay. So Karten meinst du.